Grüß Gott und gelobt sei Jesus Christus. Mein Name ist Gerda Pflügel und das ist die Reihe der Katechesen über den christlichen, den katholischen Glauben. Wir setzen heute fort über das Credo, über den zweiten Artikel, Ich glaube an Gott Sohn. Es ist eine Fülle von Wahrheiten, von Geheimnissen, von Erkenntnissen, und ich muss sagen, das ist für mich selber auch eine Entdeckungsreise, eine ganz spannende Entdeckungsreise, was im Glauben alles enthalten ist, welche Geheimnisse Gott uns da offenbart hat. Und ich muss auch sagen, wenn wir jetzt im göttlichen Willen leben wollen und meinen, ja, das brauche ich eigentlich ja gar nicht, mich interessiert nur der göttliche Wille, ich brauche das nicht, was vorher gelehrt wurde, das sind wir schon weiter, da sind wir schon darüber hinaus. Das wäre ein fataler Irrtum, weil Jesus sagt ja zu Luisa Picaretta auch, das Fiat der Schöpfung und das Fiat der Erlösung und das Fiat der Heiligung geben einander die Hand. Sie unterstützen sich gegenseitig. Und das Fiat der Heiligung wird das Fiat der Schöpfung und das Fiat der Erlösung vollenden. Und wenn wir uns jetzt mit dem Fiat der Erlösung beschäftigen, dann tun wir nichts anderes, als dem göttlichen Willen einen soliden Grund zu geben, einen Boden. Und für das Fiat der Heiligung alles zu tun oder zu disponieren, zu bereiten, damit es sich dann vollenden kann, zuerst einmal in uns. Wir müssen ja das Fiat der Erlösung kennen und gut kennen, damit es sich vollenden kann. Wenn das Fiat der Heiligung, das Fiat der Erlösung vollenden soll, dann müssen wir es auch gut kennen. Und wir werden sehen, wie wenig wir davon wissen. Also mir geht es persönlich so, dass ich sehen und feststellen muss, dass ich eigentlich wenig weiß und wenig gewusst habe. Deshalb sagt ja auch Papst Pius X., der Gläubige ist eigentlich unter schwerer Sünde verpflichtet, sich weiterzubilden oder sich zu vertiefen im Glauben, die Christenlehre zu beachten und zu praktizieren. Das heißt, immer wieder zu lesen, sich zu vertiefen und den Katechismus zu studieren. Das ist für uns Laien die einfachste Form. Wir können nicht alle Theologie studieren, aber wir können den Katechismus lesen. Und da drinnen finden wir alle wichtigen Glaubensinhalte, wie im Kern, die wir sonst in mühsam in theologischen Schriften oder in Konzilstexten uns zusammensuchen müssten. Die Katechismen haben wirklich einen tiefen Sinn, dass wir den Glauben in konzentrierter und in einfach aufbereiteter Form, dass wir sie aufnehmen können. Und so kann ich nur empfehlen, dieses Kompendium von Papst Pius X. Oder auch den Basler Katechismus oder auch aus dem vergangenen Jahrhundert einen wunderbaren Katechismus von Franz Spirago, den sogenannten Volkskatechismus. Das ist ein dickeres Buch auch, aber sehr tief, sehr klar. Und da sind so viele Details noch enthalten, die wir in keinem anderen Katechismus finden. Also was die Konzilstexte sagen, was die Heiligen gesagt haben, etc. etc. Man muss sich da selber vertiefen. Aber jetzt beginne ich ja mal mit diesem zweiten Artikel des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn. Es wird wahrscheinlich hier auch mehrere Teile geben, einen oder zwei. Ich werde jetzt mal schauen, wie weit ich komme. Aber ich möchte euch wirklich alles, so weit wie möglich, alles aufbereiten und erzählen, weil wir werden staunen, was über Jesus Christus schon im Alten Bund gesagt wurde, was die Propheten dort schon empfangen haben durch Offenbarung vom Heiligen Geist. Ich beginne jetzt einmal, soweit ich komme, mit dem ersten Teil. Also zweiter Artikel, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Was lehrt uns dieser zweite Artikel? Die Antwort des Katechismus lautet, Zitat, der zweite Artikel des Glaubensbekenntnisses lehrt uns, dass der Sohn Gottes die zweite Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit ist. Also er ist die zweite göttliche Person. Dass er ewiger und allmächtiger Gott ist, Schöpfer und Herr wie der Vater. Dass er Mensch geworden ist, um uns zu retten
und dass der menschgewordene Sohn Gottes Jesus Christus heißt. Zitat Ende. In dieser Antwort ist viel enthalten. Er ist die zweite göttliche Person. Er ist ewig und allmächtig. Er ist Gott, wie der Vater. Er ist auch der Schöpfer, Schöpfer und Herr wie der Vater. Und er ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Und sein Name ist Jesus Christus. Die nächste Frage, warum heißt die zweite Person Sohn? Die zweite Person heißt Sohn, erstens von der Ewigkeit her, weil er vom Vater von aller Ewigkeit her geistig gezeugt ist. Also er ist vom Vater in der Ewigkeit geistig gezeugt. Und da gibt es schon einmal eine Stelle als Beleg, die ich euch vorlesen möchte aus dem Hebräerbrief, 1. Kapitel, Vers 5. Denn zu welchem, also er ist erhabener als alle anderen Geschöpfe, als alle Geschöpfe, sagen wir so richtig, auch als die Engel. Denn zu welchem Engel hat er je gesagt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Und ferner, ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Und das Zweite ist in dieser Antwort, er heißt Sohn, weil er da von Ewigkeit her vom Vater gezeugt ist. Und deshalb heißt er auch das ewige Wort des Vaters. Weil er der Sohn des Vaters ist, ist er auch das ewige Wort des Vaters. Das heißt für uns, der Vater spricht durch ihn. Der Vater offenbart sich durch den Sohn. Und da haben wir eine wunderbare Stelle im Prolog des Johannesevangeliums, 1. Kapitel, Vers 1 bis 3. 1. Kapitel, Vers 1 bis 3. Im Anfang war der Logos. So übersetzen das die Professoren Hampstenzel-Kürzinger. Der Logos, das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dieses geworden. Und ohne es wurde auch nicht eines von dem, was geworden. Also das Wort war im Anfang und es war bei Gott und es war Gott. Und dann die nächste Frage, warum heißt Jesus Christus, der eingeborene Sohn Gottes, des Vaters, obwohl auch wir Kinder Gottes sind? Also er ist der eingeborene Sohn Gottes, aber auch wir sind Kinder Gottes. Er heißt so, weil er allein seiner Natur nach Gottes Sohn ist. Darum nennt man ihn den eingeborenen Sohn Gottes. Wir aber sind seine Kinder durch Erschaffung. Also der Sohn, er ist von der Natur her so Gottes Sohn, er ist nicht geschaffen, er ist gezeugt. Darum heißt es ja auch in der Schrift, heute habe ich dich gezeugt. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. So heißt es auch im Psalm. Wir aber sind erschaffen worden und wir sind angenommen worden. Wir sind nicht wie der Sohn, sozusagen von Natur aus der Sohn, sondern wir sind angenommen worden. Da müsste man auch weiter ausholen. Wir sind ja als Kinder Gottes geschaffen worden, aber durch den Sündenfall haben wir diese Kindschaft verloren. Wir haben das Erbe verloren und dadurch musste Jesus kommen, um uns zu erlösen und uns loszukaufen. Und da finden wir auch wieder die Belege in der Schrift. Zum Ersten, er ist der Natur nach Sohn Gottes, ist aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 14, Vers 33 zum Beispiel. Matthäus 14, 33. Da heißt es, das war dieses Ereignis, wo die Jünger auf dem Boot, im Boot waren und es kam in der Nacht. Sie hatten Gegenwind, sie kamen nicht voran, sie waren schon weit vom Land weg, aber sie kamen nicht voran. Und dann um die vierte Nachtwache, ich erzähle das jetzt ein bisschen, sonst versteht man den Zusammenhang nicht so richtig, da kam Jesus auf dem See gehend, auf dem Wasser. Und sie glaubten, es sei ein Gespenst und vor Furcht schrien sie. Und er hat sie beruhigt, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht.
Und dann war Petrus der Wagemutige oder der, ja, das ist typisch Petrus. Er hat gesagt: Herr, wenn du es bist, so lass mich hinkommen zu dir über das Wasser. Also er hatte einen Glauben. Man sieht es, er hatte einen Glauben. Er hat ihm wirklich alles. Da kam er auf die Idee: wenn du es bist, dann kann ich auch übers Wasser gehen. Wenn du Gott bist, dann kann ich das auch. Dann kannst du mir helfen und es bewirken, dass ich das auch kann. Und Jesus hat gesagt: Komm. Petrus stieg aus dem Schiff, ging über das Wasser und kam auf Jesus zu. Aber dann hat er auf den starken Wind gesehen und die Wellen und hat angefangen, sich zu fürchten. Er hat den Blick abgewendet von Jesus und sah Wind und Wasser und Wellen und hatte Angst und er begann zu sinken. Herr, hilf mir. Das ist so typisch auch für uns, für unsere, auf der einen Seite die erste Begeisterung. Ja, ich glaube, ja, Jesus, ich will alles tun für dich. Und dann treten die ersten Schwierigkeiten auf und wir knicken ein. Und Jesus hat sofort die Hand ausgestreckt und gesagt: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und dann stiegen sie ins Boot, der Wind legte sich. Und die Jünger im Schiff fielen vor ihm nieder und sagten, und das ist es jetzt, warum diese Stelle hier kommt: Wahrlich, du bist Gottes Sohn. Da haben sie die Macht gesehen, Jesu, über die Elemente, über die Natur. Und das Zweite, auch ähnlich, Matthäus 16, 16, das ist die Stelle, wo Jesus dem Petrus sagt: Du bist Petrus, du bist der Fels, auf den ich die Kirche bauen werde und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwinden. Und da ist es nämlich auch im Vorfeld zu diesen Worten: Die Kirche, du wirst der Fels sein, der Papst, der erste Papst. Da dieses Gespräch beginnt mit einer Frage Jesu an seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Und die Jünger haben dann erzählt: Na ja, einige für Johannes den Täufer, andere für Elias, andere für Jeremias, das waren alles große Propheten, oder für einen der Propheten. Und dann hat er sie noch einmal direkter gefragt oder sie angesprochen, sie direkt: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus hat sofort herausgeschossen: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann kam das, wo Jesus ihm gesagt hat: Du bist Petrus, der Fels, auf den ich meine Kirche bauen werde, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Also ganz klar, er hat sich auch selber dazu bekannt oder offenbart. Das war ja sein Auftrag. Er ist in die Welt deshalb gekommen, um sich zu offenbaren als das Wort und den Sohn des Vaters. Sonst hätte ja niemand geglaubt, dass er kommt, um uns zu erlösen. Sonst hätte ja niemand das Evangelium ernst genommen oder glauben können. Und dann die zweite Sache, also Jesus ist der Sohn Gottes von Natur aus. Und der zweite Teil dieser Antwort: Wir sind Kinder durch Erschaffung und Annahme an Kindesstatt. Annahme an Kindesstatt, das ist die Taufe. Und da gibt es auch einige Belege, ich möchte jetzt nur erwähnen, den Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 5. Hier kommt das schön zum Ausdruck. Kapitel 4, Vers 5. Und da spielt Paulus auch darauf an, dass er spricht jetzt nicht vom Sündenfall, aber wenn wir das Erbe verloren haben, dann sind wir nicht mehr Kinder, nicht mehr Erben, sondern Sklaven. Und er sagt hier, Vers 1, ich führe auch ein bisschen weiter aus, damit man das besser verstehen kann: Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts vom Sklaven, obwohl er Herr ist von allem. Und das ist uns eigentlich passiert. Wir sind als Erben eingesetzt gewesen. Durch den Sündenfall haben wir aber das Erbe verloren. Aber doch nicht, wie wir es bei Luisa Picaretta auch lesen können, nicht das Recht, das Anrecht, den Anspruch, die Verheißung. Der Gott hat ja dem gefallenen Adam bald darauf die Verheißung gegeben, er wird einen Erlöser bekommen, er wird den Erlöser senden und ihn und seine Nachkommen wieder befreien und wieder einsetzen. Das heißt, er hat ihm das Recht nicht genommen, das Erbe eines späteren Tages wieder zurückzuerwerben und praktisch aus diesem Sklavenstand, in den er abgestürzt ist, wieder herauszuholen und loszukaufen.
Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts vom Sklaven, obwohl er Herr ist von allem, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater vorausbestimmten Zeit. Das ist eben diese vorausbestimmte Zeit, das ist die, wo der Erlöser kam und uns losgekauft hat. Und so fährt Paulus fort, so waren auch wir, als wir unmündig waren, den Elementen der Welt versklavt. Das ist die Anspielung auf die Zeit vor der Ankunft des Erlösers. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren vom Weibe, geboren unter der Ordnung des Gesetzes, gemeint ist das jüdische Gesetz, damit er die unter dem Gesetz loskaufte und wir die Anerkennung als Söhne empfingen. Also Vers 5 ist hier das Entscheidende. Er kam, uns loszukaufen, die Sklaven waren, die unter dem Gesetz standen, und damit wir wieder die Anerkennung als Söhne empfangen. Das heißt, Wiederaufnahme, Wiedereinsetzung als Erbe, Annahme an Kindesstatt, das ist die Taufe. Die Anerkennung als Söhne geschieht durch die Taufe. Warum heißt Jesus Christus unser Herr? Er ist unser Herr, weil er nicht bloß als Gott mit dem Vater und dem Heiligen Geist erschaffen hat, sondern als Gottmensch uns auch erlöst hat. Also er heißt Herr, weil er unser Erlöser ist. Da steht ihm dieses Recht zu, er hat das Herrschaftsrecht über uns. Und es ist für uns ein großes Glück, einen solchen Herrn zu haben, der sich selber für uns hingegeben und uns losgekauft hat. Paulus spricht das aus im Brief an die Philipper, Kapitel 2, Vers 6 bis 11. Auch eine wunderbare Stelle, wo das genau zum Ausdruck kommt, dass er sich entäußert hat, vom Himmel herabgestiegen ist, um uns loszukaufen. Kapitel 2, Vers 6, Brief an die Philipper. Er war in Gottes Gestalt, doch nicht zu eigenem Gewinn erachtete er das Gleichsein mit Gott, sondern er entsagte seiner selbst. Also er hat nicht auf seinen Vorteil geschaut, er könnte sich's gut gehen lassen, sehr menschlich ausgedrückt. Er ist Gott, er ist in der ewigen Seligkeit, er herrscht über alles. Er hätte es wahrlich nicht nötig gehabt. Also das war ein Akt der äußersten, der extremsten Entsagung. Darum heißt es, nicht zu eigenem Gewinn erachtete er das Gleichsein mit Gott, sondern entsagte seiner selbst, nahm Knechtsgestalt an, also die Gestalt des gefallenen Menschen, des Knechtes, des Sklaven. Er wurde den Menschen gleich und im Äußeren erfunden wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis in den Tod am Kreuze. Also es ist die äußerste Selbsterniedrigung, die extremste Selbstentäußerung, die überhaupt möglich ist. So weit können wir gar nicht gehen, wir als bloße Geschöpfe. Gott selber hat sich selber entsagt, seiner Gottheit praktisch beraubt. Er ist natürlich schon Gott geblieben, aber er hat auf alle Rechte, er hat auf alles verzichtet, auf alle Vorteile, wie man so sagen möchte. Privilegien, die Seligkeit, das Licht, die Glorie, all das hat er abgelegt. Er wurde gehorsam bis in den Tod am Kreuze. Und darum erhöhte ihn Gott so hoch und verlieh ihm den Namen überragend jeden Namen, auf dass beim Namen Jesu sich beuge jedes Knie, derer im Himmel, derer auf Erden und derer unter der Erde, und jede Zunge bekenne, Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Er ist der Herr und das müssen alle anerkennen, im Himmel, auf der Erde und auch unter der Erde. Er ist der Herr. Und warum heißt er Jesus Christus? Also warum heißt er Jesus? Jetzt wird der Name des menschgewordenen Sohnes Gottes erklärt. Warum heißt er Jesus? Übersetzt bedeutet der Name Jesus Retter, weil er uns vom ewigen Tod erlöst hat, den wir durch unsere Sünden verdient haben. Und wer hat ihm den Namen gegeben? Wer hat Jesus diesen Namen gegeben? Die Antwort ist, der ewige Vater selbst hat es getan, und zwar
durch den Erzengel Gabriel, als dieser der allerseligsten Jungfrau Maria das Geheimnis der Menschwerdung verkündete. Diese Stelle lesen wir in den Evangelien bei den Synoptikern, wie der Erzengel Gabriel die Kammer der Jungfrau Maria betrat und ihr die Botschaft der Verkündigung gebracht hat. Und warum heißt er auch Christus? Wir nennen ihn ja, wir sagen Jesus Christus, unser Herr. Jesus bedeutet Retter und Christus bedeutet Gesalbter, Geweihter. Und die Erklärung ist die, also Christus ist ein griechisches Wort und heißt Gesalbter. Messias ist die jüdische Übersetzung, der Messias. Wir erwarten und ersehnen den Messias. Das bedeutet auch der Gesalbte. Christus oder Messias, der Gesalbte, weil man im Altertum die Könige, die Priester und die Propheten salbte. Und Jesus ist der Höchste. Er ist der König der Könige, der höchste Priester. Er ist der ewige Hohepriester und er ist der höchste Prophet. Diese drei Ämter vereinigt er in sich selber, in seiner Person, also König, Priester und Prophet. Und er hat das Höchste, er ist der Höchste der Könige, der Priester und der Propheten. Also da sieht man, er ist der Heiligste, der Größte, der Höchste unter allen. Er ist der Erste. Jesus Christus, Jesus der Retter, Christus der Gesalbte, König, Priester und Prophet. Und die letzte Frage in diesem Vortrag oder in diesem Video, dann mache ich eine Teilung, sonst wird es zu viel. Es ist ja eine Fülle von Wahrheiten, die wir hier hören. Die letzte Frage, wurde Jesus wirklich leiblich gesalbt und geweiht? Und die Antwort lautet, nein, die Salbung Jesu Christi war keine leibliche, wie die der alten Könige, Priester und Propheten, sondern sie war vollkommen geistig und göttlich, weil die Fülle der Gottheit in ihm wesentlich enthalten ist. Also er brauchte keine äußere Salbung, sondern er ist durch die Fülle der Gottheit in seinem Inneren gesalbt. Die Fülle der Gottheit, das ist seine Salbung. Psalm 45, 8. Psalm 45, 8 lese ich auch noch vor. Das kommt in den Gebeten, in den Texten der überlieferten Messe oft vor. 45, 8. Du liebst das Recht und hassest das Unrecht. Deshalb hat dich der Herr, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt vor deinen Gefährten. Das ist dieser Beleg aus der Heiligen Schrift. Gott selber hat ihn mit Freudenöl gesalbt vor seinen Gefährten. Im nächsten Teil wollen wir betrachten die Wahrheiten, die wunderbaren Voraussagen und Prophezeiungen, die schon im Alten Testament geschenkt wurden über den kommenden Messias, den Christus, den Erlöser. Gelobt sei Jesus Christus.